die verhängnisvolle Europolitik eingesetzt hat, die mittlerweile bei uns stellvertretende Bundessprecherin ist. Herzlich willkommen unserer EU-Parlamentarierin Beatrix von Storch. Vor 4 Jahren und 2 Monaten, am 7. September 2014, titelte der Spiegel online vermeintliches Enthüllungsvideo Polemik gegen Rettungshelfer. Gegen Rettungshilfen. Was begründete damals den Vorwurf der Polemik? Nun, damals startete die richtig große Euro-Rettungsorgie. Der europäische Rettungsmechanismus ESM entstand und ich hatte ein Video produziert, das diesen ESM erklärte. Die Polemik bestand nun darin, dass dieses Video den Vertragstext im Wortlaut zitierte. Jedes Wort aus dem Vertrag zitiert, das war damals Polemik, so der Spiegel. Die Wahrheit, die Realität ist manchmal so stark, dass eben das wörtliche Zitieren eines ganz realen Vertrages Polemik ist. Das pfeift sogar das Mikrofon. Und heute reden wir wieder über Realität und über Zahlen und über Fakten zum Thema Asyl. Es kommen 10.000 Migranten am Tag zu uns. Jeden Tag eine kleine Stadt, alle 2 Wochen eine Stadt wie Regensburg, jeden Monat eine Stadt wie Karlsruhe und alle 2 Monate eine Stadt wie Düsseldorf oder Stuttgart. In diesem Jahr, am Ende des Jahres, vielleicht eine Stadt wie München und fürs nächste Jahr ist der Zuzug einer Stadt in der Größe von Berlin avisiert. Das alles ohne Familiennachzug. Wenn wir den dazu rechnen, müssen wir das mit Faktor 3 bis 5 multiplizieren. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist so unerbittlich. Wer diese Wahrheit ausspricht, dem wirft man nicht nur mehr einfach Polemik vor. Das ist jetzt viel, viel schlimmer. Sie können es am Horizont hören. Sie können es wenigstens erahnen. Martin Luther King hat gesagt, um Feinde zu bekommen, ist es nicht nötig, den Krieg zu erklären. Es reicht, wenn man einfach sagt, was man denkt. Und ich denke, wir schaffen 10.000 am Tag nicht. Wir wollen das auch nicht. Und deswegen müssen wir diese Politik ändern. Und ich denke, es ist gut, dass wir heute hier sind. Dann kann dieses Land eines gut sehen. Alle Bundestagsparteien, inklusive der Gewerkschaften, demonstrieren gerade Schulter an Schulter, dort hinten am Brandenburger Tor. Ich finde das toll, denn es zeigt der ganzen Republik, dieses Land hat im Bundestag mit CDU, mit CSU, mit SPD, mit Grünen und mit Linken 5 Regierungsparteien. Alle können mit allen, schwarz mit rot, rot mit grün, schwarz mit grün. Und die Gelben sind doch nur traurig, weil sie nicht mitspielen würden. Wenn sie könnten, würden sie es sofort tun. Wir haben lauter Regierungsparteien in diesem Land und sie stehen geschlossen dahinter. Und meine Damen und Herren, neuerdings, und das ist die gute Nachricht, hat dieses Land auch wieder etwas, was eine Demokratie braucht. Ohne dass eine Demokratie nicht funktioniert. Dieses Land hat heute wieder eine Opposition und die steht hier und die heißt Alternative für Deutschland. Herzlich willkommen in Berlin. Denn sie leiden mindestens zum größten Teil sehr
große Not. Sie haben ihre Familien verloren. Sie haben Freunde verloren. Sie haben ihr Zuhause verloren. Es wurde gemordet, es wurde gestorben. Diese Menschen leiden große Not. Oder sie waren einfach nur arm. Und Frau Merkel hat ihnen versprochen, dass jeder auf der ganzen Welt, der Not leidet, zu uns kommen kann. Deutschland wird die Armut und die Not der ganzen Welt heilen, indem es die Armen und die Notleidenden der ganzen Welt aufnimmt. Wenn wir arm oder notleidend wären, würden wir auch kommen. Wir würden auch nicht in einem Lager in der Türkei leben wollen oder im Libanon. Wir würden auch nicht in Rumänien oder Bulgarien bleiben wollen. Wir würden auch vom Not aufbrechen, wenn wir denken, dass es in Deutschland besser ist. Und auch wir würden hierher kommen. Machen wir nicht den Migranten einen Vorwurf. Sie sind nicht schuld. Genau so ist es. Unsere Demonstration richtet sich gegen die Regierung. Die ist schuld an der Misere in Deutschland. Schuld ist Frau Merkel und deswegen stehen wir hier heute und deswegen ist diese rote Karte für Sie, Frau Merkel. Der Gewalt himmelhoch überlegen ist. Ich möchte sagen, da bin ich sogar ganz sicher. Gewalt ist keine Form der demokratischen Auseinandersetzung. Wer in die Häuser des politischen Gegners einbricht, wer ihre Autos verbrennt und das auch noch feige in der Nacht, wer den politischen Gegner versucht, nicht zu überzeugen, sondern Mundtot zu machen, wer ihn einschüchtern will, der hat aus der Geschichte nichts gelernt. Und das Gleiche gilt für die Straße. Wir rufen dazu auf, keine Gewalt zu üben. Sowieso nicht gegen Migranten, aber auch nicht gegen linke Faschisten, nicht gegen politisch Andersdenkende, nicht gegen Provokateure, gegen absolut niemanden. Argumente statt Steine und Blumen statt Feuer. Ein besonderer Gruß an dieser Stelle an unsere natürlichen Verbündeten, an unsere Freunde vom Verfassungsschutz. Meine Damen und Herren vom Verfassungsschutz, Sie und wir gehören doch zusammen. Wir sind ein echtes Team. Ihre Aufgabe ist es, unsere Verfassung zu schützen. Und genau das ist auch unser Ziel. Wir sollten uns zusammentun. Verfolgen Sie die, die unsere Verfassung missachten, verletzen oder einfach außer Kraft setzen. Ganz besonders in Gefahr ist im Moment Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz. In diesem Artikel steht wörtlich, auf das Asylrecht kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat einreist. Das ist der Wortlaut unserer Verfassung. Da Deutschland umgeben ist von sicheren Drittstaaten, kann im Prinzip auf dem Landweg keiner einreisen und Asylrecht beantragen, und Asylrecht gelten ja. Diesen Paragrafen der Verfassung hat die Bundeskanzlerin mit eigener Machtvollkommenheit schlicht und einfach außer Kraft gesetzt. Meine Damen und Herren Verfassungsschützer, nehmen Sie diese Dame einmal unter die Lupe. Den Namen kennen Sie nun und die ladungsfähige Anschrift reiche ich gerne nach. Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Sie sind hier angekommen und sind durch das Meer von Freunden von Frau Merkel und ihren Schulgruppen schon durch. Sie sind heute wieder voll im Einsatz und sie skandieren die immer gleichen Sprüche. Zunächst einmal, Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Okay. Ich finde, Deutschland ist nicht scheiße und 1,5 Millionen Migranten finden das offenbar auch nicht. Was sind das nur für Flitzpiken,
die sowas sagen. Aber das ist hier nicht der Punkt. Meinungsfreiheit gilt auch für Flitzpiepen. Und wir respektieren das. Macht doch mal eure eigene Flitzpiepen-Demo. Wir machen keine Gegendemo. Wir respektieren euch. Wir machen keine Sitzblockaden. Ihr braucht keinen Polizeischutz vor uns. Polizeischutz vor uns. Wir lassen euch eure Meinung. Wir sind nämlich Demokraten. Thank you.